So, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Blob Solid. Wir gucken uns die Uncharted Cavern an. Info. Nicht viel ist bekannt über dieses Höhlensystem. Alte Einträge zeigen, dass diese Höhle in vier unterschiedliche Gebiete aufgeteilt ist. Ein Westende, ein Ostende, ein Südende und ein Nordende. Und nicht all diese Gebiete werden sofort zugänglich sein. Du musst einen Weg finden, jedes von ihnen zu betreten. Dir Zugang zu jedem von diesen zu verschaffen. Die Aliens waren auch damit beschäftigt, einige automatisch schießende Kanonengewehre zu installieren. Oder hinzuzufügen. Adding heißt nicht hinzuinstallieren, sondern hinzufügen. Sie sollten auf jeden Fall vorher bestreut. Sie sollten auf jeden Fall vorher bestreut werden, denn ein bisschen Puder schadet nie. Gut, wir werden sie also bestreuen und legen einfach mal los. Neun Mias. Nord, Ost, West. Also fange ich im Süden an. Zum Ausgang gehen, 10 automatische Feuerkanonen zerstören und wahrscheinlich optional 25 Schachteln des Orichalcum-Beats, wie auch immer. Genau, Samen jedenfalls. Samen sind wichtig. Oh Gott. Ich will jetzt schon wieder ein Maschinengewehr, ey. Also. Kanonen? Sind ja echt jetzt. Nein! Hm. Okay, ich hab schon mal... Gut. Nein, noch nicht. Ich will erstmal diese blöde Kanone da oben knallen. Genau, kalt machen. Ich knalle Kanonen, ja. Voll ultra knall, ey. Hardcore knallen. Bam, knallen. So, gut. Beamer? Brrr. Das war Süd, ne? Du bist hinüber. Bam, du auch. Und du. Spread, das klingt gut. Und Granaten, das klingt weniger gut. Aber jetzt gehen wir erstmal da hoch. Da geht's nicht weiter, da geht's auch nicht weiter. Das ist toll. Wollte ich das? Ja, vermutlich. Also gegen diese depperten Gegner sind die Dinge auf jeden Fall besser. Cool.
Warum finde ich das jetzt cool? Ich kann es euch sagen, weil da unten Wasser ist. Glück gehabt. Jetzt hätte ich gerne wieder eine Granate. Mit mir, mein Freund. Ah, vielleicht doch. Na gut. Später. Später, warum? Später, weil jetzt hier schwimmen und töten und bekämpfen. Ah, wunderbar, Laser kennen. Na toll, gut. Wenn wir schon die Laser kennen haben, dann können wir diese doch auch benutzen. Um jetzt endlich diesen blöden Dinger da oben kalt zu machen. Denn offensichtlich noch mehr Gegner, die einfach nein. Maschinengewehr. Puh. Okay, habe ich einen Schlüssel? Oh ja, habe ich. Oh, Überraschung. Na, 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 na. Bäm. So. Hen, 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 Hen Solo oder Hen die? Uah. Oh Gott, das war schlecht. Bam, 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 bam. Auch noch Maschinen-Dings, Fuzzi-Typi. Oh Gott. Oh Gott, das wird kompliziert. Pistol. Oh, Laser-Typi, ach komm. Danke. Okay, ich will für dieses Ding ein bisschen eine andere Waffe. Deswegen, hier geht's auch nicht weiter, gehen wir da einfach zurück. So, ich habe hier, ich habe hier wieder die Pistole. Ah, Kirsche. Wunderbar. Nein, schlaft nur ein. Ihr sterbt nicht, ihr legt euch schlafen. Genau. Ganz friedliches Spiel hier. Ganz friedlich. Stirb! Lalalala. Auf Wiedersehen. Na, auch schlafen gelegt. Ach, ist das schön, diese ganzen lieben kleinen Kinderlein ins Bett zu bringen.
Das kann man jetzt missverstehen. Das sind natürlich dann heute Blondinen. So, sind alles heute Blondinen, die sich... die mich mit... Oh. Ja, genau. Ja, super. Verreckt doch. Ja, genau. Oh Mann. Es läuft gerade alles nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. Ja, genau. Hüpf rein. Verreck. Endlich. Ja, danke schön. Dann gehen wir doch da. Schnauze, ey. Alter, pass mal auf hier. Sonst gibt's die... Genau. Ja. Das ist mein liebstes Hobby hier. Wild in der Gegend rumspringen und nichts erwischen. Und eine Kirsche, das ist auch schön. So. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein Maschinengewehr. Das heißt, Laser wäre vielleicht geschickter, aber... Naja, schade, da gab es eine wunderschöne Kirsche, die ich gerne mitgenommen hätte. Ja. So, das war die Geschichte. Und damit sollte ich jetzt endlich hier in die Nordpassage kommen können. Wunderbar. Bam. Die Nordpassage ist nun zugänglich. Ausgezeichnet. So, hier haben wir alles erledigt, soweit ich das sehe. Das heißt, wir können jetzt wieder nach oben schwimmen. Und... Oh, hier hinten geht's weiter. Hinterrücks erschossen. Mit Schlafpaste eingerieben. Bespuckt. Nein, wir bringen doch nur die kleinen Kinderlies ins Bett. Oh. Nein. Oh, der hat jetzt auch keine Kirschen. Ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass ich Kirschen brauche? Mir ist das aufgefallen. Aber offensichtlich scheint es sonst keinem aufzufallen, denn... Denn... Hier gibt es nirgends Kirschen. So, was gibt's denn da unten? Ich laufe doch einfach mal. Oh, ein Beamer. Einen Beamer. Oh Gott, das sind diese Hüpfdinger. Diese Hüpfdohlen. Bäm. So, Nord ist jetzt zugänglich. Genau, das heißt ja, dass dieser Lift jetzt tut. Ich will trotzdem noch zurück. Warum will ich wieder zurück? Weil ich da unten gerne aufräume. Stört! Ich bin einfach so ein lieber, netter Mensch. Außerdem habe ich den hier noch... Und hier habe ich ja noch einen goldenen Schlüssel. Goldene Schlüssel, goldene. Und Kirschen. Oh. Lasergun. Wenn du kannst, dann nutze eine Lasergun. Dum-da-dum.
Bip-bip-bip. Jo. Oder so. So, haben wir die Geschichte erledigt? Ey, Alter! Ey, Schnitzelbrot oder was? Da komme ich da nicht hoch. Ah! Ich will da hoch. Ey, ich bringe mich noch um, das ist unglaublich. Na gut, dann nicht. Da war ich. Da oben wollte ich eigentlich jetzt auch noch hin, aber offenbar darf ich da nicht hin. Nun gut, dann gehen wir eben dorthin. Gehen wir eben dort noch, ne? Was juckt denn mich das? Oh, 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 oh. Das war ein ultimativ cooler und absolut genialer Plan, aber ich habe hier noch 3 Checkpoints. Nein, ist mir jetzt egal. So, ich habe hier fast erledigt, was ich erledigen wollte. Da unten sind alle 4. Dort! Dort! So, da drüben war ich auch schon. Ich kann hier noch runterhüpfen. Wunderbar. Wunderbar. Und... Gott, wo waren das? Wunderbar. Und kann dann sagen, liebe Freunde von der Nachbarschaft, wunderbar. Also ich erinnere mich an... ein Lied meiner einer Band. Live-Auftritte in München, ja. Klar, sagen die da wunderbar. Schnauze. Klar, sagen die da wunderbar, aber ich verstehe. Stehe noch nicht so ganz. Das ist nicht die Assoziation, die ich habe. Irgendein komischer Typ, der sagt wunderbar. So, wir haben einen Checkpoint erreicht und das ist ein guter Punkt, weil wir sind eh schon wieder über der Zeit. Das ist ein guter Punkt, um mich von Ihnen zu verabschieden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, ein schönes Leben. Wir sehen uns morgen wieder. Auf Wiedersehen.